Rapunzeltor heute Abend. Du hast mich eingeladen, vielen Dank erstmal dafür. Und ja, was erwartet denn unsere Zuseher? Kurze Runde durch Poppert mit Weinverköstigung und der Vorstellung der lokalen Spezialitäten. Das siehst du schon mal ganz gut, mein lieber Frank. Aber es ist im Prinzip die Stadtführung mit Weinprobe. Und ja, dann machen wir einen Gegenstand durch Poppert und probieren ein paar Weine und erzählen euch ein bisschen was über die Stadt, Geschichte und Geschichten. Und mit den Weinen vom Weingut Toni Lorenz geht das ganz hervorragend. Wie lange geht die Tour in etwa? 2 Stunden. Okay, wo beginnt's? Es beginnt eigentlich immer bei Schinde, Hannes und Julchen. Dort starten wir dann. Auch bei Schinde, Hannes und Julchen kann man das Ganze buchen. Dann gehen wir 2 Stunden durch die Stadt, probieren die Weine. Und bei Schinde, Hannes, da ist auch wieder das Ziel. Also da gibt es noch eine Suppe, da gibt es noch ein bisschen Käse, ein bisschen Wein. So, meine Damen und Herren, haben wir jetzt alle? Ja, hallo. Haben wir jetzt alle? Wenn Sie vielleicht noch ein bisschen hier rüber kommen, kommen Sie mal hier rüber, machen wir mal einen großen Kreis. Keine Angst. So. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur Punzeltour in Poppert, der Perle am Rhein. Wir, das sind der Stefan Höfling und ich bin der Bernard Bury. Wir werden Sie heute Abend unsere Stadt führen und dabei ein paar Weine probieren. Da wir jetzt schon was im Glas haben, übergebe ich recht mal dem Stefan, denn das ist der Mann für die wichtigen Dinge des Abends, für die Weine ist er zuständig. Bitte schön. Heute Abend bin ich so ein klein bisschen für die Getränke zuständig, unter anderem, und da probieren über Studieren geht, würde ich sagen, wir stoßen mal an auf einen schönen Abend, auf eine schöne Funzeltour. Prost, zum Wohle. Wir werden eine mittrinken. Das erste, was wir Ihnen eingeschenkt haben, Sie merken es ein klein bisschen auf der Zunge oder im Mund, es prickelt ein bisschen. Das erste, was wir Ihnen eingeschenkt haben, so zur Begrüßung, ist ein Sekko. Sekko ist ein Schaum- und Perlwein. Der Begriff Sekko stammt ja aus dem Italienischen, heißt eigentlich trocken, und Prosecco ist eine italienische Traubensorte. Prosecco, also für trockenen Wein, extra eine italienische Traubensorte. Diese Prosecco-Traube, die wächst noch nicht in Deutschland. Das heißt, sie würde wahrscheinlich schon wachsen. Der Klimawandel, der würde es schon zulassen. Aber sie ist halt von den deutschen Behörden noch nicht genehmigt worden, dass sie in Deutschland angebaut werden kann. Bei uns wächst also kein Prosecco. Bei uns wächst ein schöner Riesling. Bei uns wächst ein schöner Rivana. Auch ein schöner Spätburgunder, den man als Rosé auch ganz wunderbar als Deko verarbeiten kann. Ja, alle diese Weine kann man prima als Deko dann verwenden. Die Italiener gehen dann hin und versetzen den fertigen Wein mit Kohlensäure, dass er so ein bisschen spritzig wird, ein schöner, leichter, spritziger Sommerwein. Und das können wir mit unseren Weinen halt mindestens genauso gut wie die Italiener. Dafür haben dann die deutschen Winzer den Begriff, Marketingbegriff Deko geprägt für alle diese unterschiedlichen Rebsorten. Der Unterschied zum Sekt besteht ja darin, beim Sekt findet eine zweite Gärung statt, um die Kohlensäure zu erzeugen. Hier wird die Kohlensäure beim Sekko künstlich zugesetzt. Der zweite Unterschied zum Sekt besteht darin, unser letzter Kaiser, der wollte ja unbedingt gegen England Krieg führen, der wollte ja England besiegen im Kampf, und dafür brauchte er Schiffe, dafür brauchte er eine Marine, und die konnte er finanzieren durch die Sektsteuer, die er damals eingeführt hat. Wie das immer mit Steuern so ist, diese Marine ist schon auf allen Gründen der Meere versenkt worden. Die Sektsteuer bezahlen wir heute noch auf jede Flasche Sekt, 1,02 € aktuell. Beim Sekko, den gab es damals noch nicht, den konnte der Kaiser also noch nicht besteuern. Deswegen ist der Sekko von der Sektsteuer nicht betroffen. Und deswegen noch einmal Prost, steuerfrei heute auf unseren Sekko. Ja, meine Damen und Herren, wir machen ja heute eine kleine Stadtführung und wir stehen jetzt hier vor einem Denkmal. Ja? Wie er hier so steht, großer Statur, er war fast 2 Meter groß, mit wallendem Haar. Und wenn man sich so anschaut, was stellt dieser Mann vor? Ja, Napoleon ist jetzt ganz richtig. Ja, war kleiner. Schauen Sie mal genau hin. Ja, auch das. Schauen Sie mal genau hin. Er stellt das rechte Bein vor. Und hat halt für Poppert in einer großartigen Zeit um 1850
auch großartige Dinge bewegt. Zur gleichen Zeit gab es einen Bürgermeister namens Syré. Und dieser Syré ist zuständig für den Bau hier dieser Rheinallee. Eigentlich sollte hier unten die Bahnlinie hergeführt werden. Syré wollte das nicht, er wollte damals einfach eine Rheinallee bauen. Er hat dann mit der Bahn verhandelt, das konnte man damals offensichtlich noch, denn man kam zu einem Ergebnis. Das Ergebnis war, die Stadt Boppard hat die Kosten übernommen für den Bahnhof und im Gegenzug wurde dann die Bahnlinie um die damalige Stadt herumgeführt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und gehen mal durch die Rheinallee, dass wir das alle mal kennenlernen. Bitte folgen Sie uns. Während jetzt der nächste Wein ins Glas kommt, ich habe es eben schon erwähnt, wir stehen hier vor dem Hildesheimer Hof, leider eingerüstet, einer der Bobberter Adelshöfe. Wir haben 11 Adelshöfe in Bobbert gehabt, wovon man heute noch einige sehen kann. Und der Adel spielte damals im Mittelalter eine wichtige Rolle hier in Bobbert, denn Bobbert war eine freie Reichsstadt. Und eine freie Reichsstadt war damals sehr, sehr reich, denn man hatte Marktrechte, man hatte eigenes Steuerrecht, man hatte eigenes Münzrecht, man hatte vor allen Dingen den Rhein, wo man Zoll einziehen konnte. Also Boppard war damals im Mittelalter wirklich eine aufblühende, reiche Stadt. Ja, wir wollen ja heute Abend mit Ihnen eine Weinprobe machen. Bei einer Weinprobe ist es immer ganz wichtig, dass wir den Wein mit allen Sinnen wollen. Also wir haben da in Boppard eine spezielle Methode entwickelt, wie man das ein bisschen besser hinbekommen kann, wie man den Wein ein klein bisschen besser hören kann. Der Bernard und ich machen das mal vor und Sie dürfen es gerne alle einmal nachmachen. Und schon klingt es doch wesentlich besser, oder? Ja, wir stehen hier in den Rheinanlagen, wir haben hier den Rhein vor uns und dieser Rhein hat eine Gesamtlänge von 1320 Kilometer. 800 Kilometer bewegte sich durch Deutschland und 67 Kilometer davon wurden im Jahre 2002 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Das Weltkulturerbe ist das obere Mittelrheintal, was Sie jetzt bereisen. Das sind 67 Kilometer, die schönste Strecke vom Rhein. Auf den 67 Kilometer haben wir unter anderem 32 Burgen. Das ist die höchste Burgendichte der Welt. Ein ganz, ganz hohes Hochwasser gab es im Jahr 1341. Die sogenannte Magdalenenflut. Da war der Höhepunkt im Juli, am 21. Juli, am Magdalenentag, deswegen auch Magdalenenflut. Flut, ähnlich wie dieses Jahr im Ahrtal und in der Eifel und in Nordrhein-Westfalen. So, meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir, wir gehen jetzt vor das Kronentor in unsere mittelalterliche Stadt und schauen uns das Ganze mal an und probieren noch ein paar Weine. Die Kirche wurde im Jahre 1236 eingeweiht. Es steht auf den Fundamenten vom römischen Badehaus, denn wir sind auch hier im römischen Kastell. Und an dieser Stelle war damals das römische Badehaus. Ja, es gibt ein paar Kriterien, die die katholische Kirche an einen Messwein stellt. Also der Wein muss aus frischen Trauben hergestellt sein. Er muss sortenrein sein, darf also nicht irgendwie gemischt sein. Das ist im Prinzip dann der Fall, wenn er den deutschen Qualitätsweinkriterien entspricht. Das tut hier unser Wein, den wir hier im Glase haben. Und ich denke, deswegen probieren wir ihn auch einfach mal. Prost! So, meine Damen und Herren, wenn wir hier mal über den Marktplatz schauen, da sehen wir auf der einen Seite ein Fachwerkhaus, das ist 18. Jahrhundert. Dann sehen wir auf der anderen Seite eine Backsteinbebauung. Da musst du noch einen trinken und noch einen trinken. Und der Winzer ist dein bester Freund, der hilft dir dabei und schüttet immer nach. Und du trinkst noch einen. Und das ist doch viel, viel besser so, wenn du dann weitermachst. Denn wir sagen auch, bist du beim Weine, dann bleibe dabei. Deine Frau zu Hause, die schimpft um 3, genauso wie um 2. Zum Wohl.